herzlich willkommen zum ja, zu einer neuen Runde S5 mit dem Fallout und Debitor. Ne? Ihr kennt ja, das ja schon. Und der Castcrafter glänzt immer noch mit Abwesenheit, ja? Toll. Dafür muss der in den nächsten... Komm, Peter, wir bauen jetzt so einen Käfig und da muss er dann eine der nächsten Folgen komplett drin verbringen. So richtig, ne? Schön ätzend für ihn. Das gab es schon mal als Strafe im Megaprojekt. Ja, weiß ich auch noch. Und dann hat er einfach die Wand aufgeschlagen, ne? Nee, die haben dann anstelle... Also die waren dann da drin und haben aber LOL gespielt in der Zeit. Ach ja, genau. Damit ja. Wir was zu tun hatten. Stand nicht im Regelwerk. Ne, stimmt. Weil wir eine coole Lücke, die sie gefunden haben. Lücken sind hier mal gerne genommen in Regelwerken. Ja, ne. Für die S-Dinger haben wir gar kein Regelwerk. Ich meine, ich muss ja sagen, bei sowas finde ich halt jetzt nicht so schlimm. Nee. So, das weißt du? Okay. So, weiß ich nicht. Wenn man dann bei so Sachen wie Varo dann was ausnutzt, dann finde ich das schon beschissener. Das stimmt. Da ist natürlich ein bisschen kritischer. Ich sehe gerade, wir haben. Nee, ich bin hier unten. Nee. Boah, ich habe echt kein Gold mehr. Alter, wir haben 226 Barren ja. Eisen in der Schmiede. Lol. Das geht, ja, lass ne? das doch mal ablaufen so langsam. Ja, läuft ja schon seit einer Stunde. Dauert halt ja? ein bisschen. Boah, ich brauche erstmal irgendwas zu fressen. Brauch immer noch Gold. Wir müssen weniger Lucky Blocks bauen, Alter. Ja. Aber die sind so gut, ne? Ja, macht so Bock. Warte mal, sollen wir den Eingang im Berg jetzt hier unten reinmachen? Ja, von der Schmiede aus irgendwie, ne? Ja, dann mache ich hier hinten, wo relativ viel Platz ist vielleicht. Ja, wir können die Tische ja noch ein bisschen umstellen und in die Ecke da rein, so ja, dachte genau. ich. Das ist, glaube ich, am coolsten, ne? Warte, dann mache ich mal so 3-4 Blöcke rein. Aber mach nicht... So, ne? Genau, hier so einen stehen lassen, hier so an der Seite. Das ist immer sexier. Sexier. Ich helfe dir. Okay, und da müssen wir halt, wie gesagt, ein bisschen geradeaus und dann schräg runter. Was ist ja. da unten in der Ecke? Ja, wir können eigentlich direkt runter. Ich würd einfach nur drei Blöcke Krass. Lassen. Was ist denn da? Der Hof. Lol. Gerade runter oder... Pass auf, wir machen das so, weil ich meine, hier drin ist zwar cool, ne? Aber wir machen das so, dass man hier so runter geht, quasi so ein Treppenhaus, und ja. dann hier so drunter reingeht. Ich glaube, das sieht cooler aus. Hier so drunter? Ja, wir machen halt erstmal hier ein bisschen, warte mal, wir machen halt erstmal ein bisschen größer hier, damit man sich halt auch vorstellen kann hier. Okay, warte, ich mach mal die Wände weg. Guck mal, mein Exkavator. Oh, okay. Ah ne, warte, das ist ein Stein, sah jetzt gerade ein bisschen anders aus. So, Treppen hier runter bis hier hin. Dann machen wir da unten quasi nur so eine Eisentür hin, weißt du, wo man raus kann gleich. Ja. Und dann so, ach so, wolltest du so breit? Ja, genau, 5 ist doch ganz, ganz sexy eigentlich. Ja, 5, weil wegen der Wand, dachte ich. Oder sollen wir 5 machen und eine Wand? Ja, 5 und eine Wand, weil es ist ein bisschen geräumiger, ist schöner, oder? Ja, das stimmt. Da sind wir. So, ich klopp mal das hier weg. So. Oh. Voll weggeheizt. Dann kann man das so rumbauen. Hier kommt ein Creeper. Aber ich glaube, der kommt nicht hier hoch, ne? Ja, der kann dir helfen, wenn er will. Doch, er kommt hier hoch. Ah, hi. Guck mal, hier ist er. Nein! Oh. Na. Im Moment bist du aber auch gut am Sterbebutton, ne? Ja, irgendwie schon. Ach, jetzt habe ich auch wieder Koppel. Ja, nice. Dann kann ich direkt die Wände hier verkleiden. Aber ich dachte ja, ich töte den doch. Du dachtest, das wäre mein Part, ne? Ja. Du hast gedacht, ach, der Typ stirbt gleich und ich snack den dann ab. Ja. Klau mir die XP. Achtung. Boah, war aber knapp hier. Was waren das für Schuhe? Knapp. Ach, waren das deine Schuhe, oder ja. was? Ja. Wieso hast du die da hingeschickt? Ach so, hast du abgebaut gerade. Genau. Ich habe Handschuhe, die Haste haben. Ja, dann nice. Kann ich höher springen und Schuhe mit einem Doppeljump. Nice. Double Jump und High Step. High Step. Hört sich irgendwie an wie so ein Fitnessprogramm. Wir machen ja, heute Abend Double Jump und High Step. Kommt ja gerade total wieder auf, ne? Weil, weißt du, was ich voll, ja genau, finde ich voll assig, wollte ich gerade sagen, dass der Daniel Aminati dir dein Wort geklaut hat. Mach ja, dich krass! Voll ätzend, Alter. Schreib ja, mal da irgendwo rein, das ist voll Daniel geklaut. Aminati, der Spacko, ey. Das haben die ja letztens so geil verarscht bei 1Live, ne? Dieser Dennis aus Hürth so, der hat den Daniel Aminati so geil verarscht. Warum hat er denn gemacht? Dieser Daniel Maserati oder irgendwie sowas hat er natürlich schon gesagt, ne? Dieser Typ da bei TAF, der immer die anderen Moderatoren anbaggert, die das dann schon peinlich findet. Und so richtig übel, ey. Das ist doch richtig. Ja, ey. Also ich muss ehrlich sagen, ich mag den auch nicht.
Wer weiß, was das für einer ist, ne? Ja, also, eben. Eben. Weiß es ja nicht so. Nee. Da weiß ich jetzt ja doch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, also er wirkt auf mich sehr arrogant. Ja. Jetzt, ne? Das kann gut sein. Welchen Boden nehmen wir hier? Diesen Stein oder sollen wir den Holzboden weiterführen? Oder Holzboden bis hier und dann in den Stein rein? Ja, Holzboden bis hier und dann in den Stein rein, finde ich, glaube ich, am besten. Bei denen so, warte. So, ich meine, ich habe nur noch 4. Mehr Holz habe ich nicht mehr, dann machen wir halt so. Guck. Dann gucken wir mal, ob es so bleiben kann. So, dann hier runter, sagst du. Wo kann ich mich da runtergraben? Ich brauche Material. Material. Hier runter? Ja, warte, so, hier brauchen wir noch einen Dreierraum und dann machen wir hier unten quasi direkt, weiß ich, ich würde jetzt einfach hier irgendwo reingehen. Ja, gib mir mal so die Richtung vor, Junge. Warte, hier so. Warte mal, wir müssen erstmal gucken, dass wir von hier auch mit Treppen runterkommen noch, ne? Genau, dass es halt passt. Wird ja ungefähr so dann sein, ne? Obwohl, warte mal. Nee. Doch. Nee, doch. Ich muss gerade überlegen hier, so wie wir hier rumkommen. Obwohl, diese Ecke können wir eigentlich wegballern hier, ne? Ja, dann kann das ja auch weg. Du hast wieder Hunger, ne? Ja, hast du was zu essen bei? Ich guck mal eben. Aua. Ja, jetzt habe ich noch was. Hauptsache mir erstmal ein Voressen, ey, Penner. Genau, weil du noch mehr Hunger kriegst. Warte mal, das muss ja so weiter. Das ist dann die Bodeneingrenzung quasi. Oh, sorry. Man weiß ja, wenn du immer da durchläufst, ne? warte mal, wir brauchen dann hier in der Mitte wieder 5 frei, also muss hier noch eine Schicht wegfallen. Hau doch mal ab! Du Warum? Schwanz! Weil ich hier bauen will! Ach so, ja, ich will doch im Keller, wo muss Hau ich ab? Rein? Ja, warte! Kannst du ja gleich. Hilf mir erstmal, das schön sexy zu machen hier, Peter. Ich mach dich sexy. Damit? Warum denn damit? Das sieht man doch. Ich dachte, du machst dir nur Lücke zu, so. Nee, ich mach jetzt hier so quasi, weißt ja, du, so? Ja, das hast du doch nicht. Lol, jetzt hast du das eh wieder weg. Was hab ich wieder weg? Ja, da, wo ich gerade den hellen Stein gemacht hab. Aber warte mal, ich hab mich hier um einen vertan, glaube ich, oder? Weil hier haben wir dann 3, obwohl hier können wir die Treppe auch runtergehen lassen, aber dann ist da keine außen. Wir müssen noch einen weiter rein sogar. Aber warte mal, bau dir einfach hier eine Treppe runter, dann weißt du ungefähr, und dann gehst du hier rein oder so. Du bist geil auf Graben, ne? Ich merk das schon. Wieso? Hau da jetzt ab! Ich dreh mich die ganze Zeit, was ich da Ja! Nein, ich will mich mehr anziehen. Hau ab! Oh, Glück gehabt. Ina, schießt hier auf mich oder hast du geschossen? Nein, das war irgendeiner. Ja, irgendeiner wieder, ne? Ja. Wo soll ich rein hier, ne? Ja, irgendwo da unten, mach du mal. Ich gleich das schon anderen gleich irgendwie. Okay, dann mach jetzt einfach so ein Loch nach unten. Nein, bitte nicht. Jetzt hab ich da wieder falsch gebaut hier. Du machst mich vollkommen kirre. Ich kann mich noch ein bisschen rumdrehen da hinten, wenn du magst. Nee, lass mal. Was geil ist, ich geh jetzt nach unten und hier oben wird's dunkel. Mach's gut. Ja, tschüss. Lass mir meine Fackel hier. Eine? Ja, irgendwo eine hier, das reicht schon. Jetzt habe ich echt kein geschisseltes Zeug mehr, oder was? So voll weit oben die Fackel. So, ja, cool. Ja, reicht, dann kann ich zumindest irgendwas sehen. Ich mach mal die Erde hier auch weg, weil da muss ja eh ein bisschen angeglichen werden, wahrscheinlich. Schwein, hau ab. Danke. Was ist das denn so. So? Guck mal, hier so Runde habe ich gehört. Aber hier sind dann 3, da muss hier quasi diese... Wie neugierig die Schweine sind. Ja, die wollen dein Messer mal kennenlernen. Ich merke das schon. Oh, jetzt habe ich das Falsche geschisselt. So, dann gehe ich einfach mal hier runter jetzt, ne? Ja, mach du mal. Einfach hier runter und immer so schräg am besten. Mag mein Hammer, du auch? Ja. Magst du auch meinen Hammer? Nee, ich mag nur meinen Hammer. Willst du mal meinen Hammer fühlen? Nee. Oh Mann. Lass mal. Ich kann mich bestimmt jetzt so in den Lava oder so rein. Bestimmt voll gut. Gay. Gib mal Kobbel. Gib. Ja. Warum machst du das denn so klein? Ja, erstmal nur, um einfach mal den Weg nach unten. Nachher mache ich auch die Decke ein bisschen breiter.
Ja, ach so. Ich fange schon mal an damit. Werde ich kirre, weißt du? Weil dann weiß ich nicht genau, wo ich hier graben muss. Ich kriege immer Platzangst bei sowas. Ja, aber mit meinem Hammer ist das ja richtig gut. Und mich nervt das immer so, wenn das so ein zwei hoher Raum ist. Ja, wollen wir den Kopf anschließen die ganze Zeit. Finde ich voll bedrückend, ey. Hey! Höhle gefunden? Oh, hier sind Büsche. So, da hast du ein bisschen Kobbel. Da muss ich jetzt erstmal die Treppe irgendwie weiterführen, ne? Ja. Treppenmasse? Ich hab sonst noch welche. Ja, ich mach jetzt erstmal die normalen Steine. Müssen wir eh nachher Treppen setzen. So. So. Das kommt da so. So, dann. Mit meinen Schuhen brauche ich gar keine Treppen, voll gut. Ihr habt die beste Schuhe in der Welt. Ganz schnell hochlaufen und runter. Was brauchtest du dafür alles? Habe ich mir vergessen, das ist schon 3 Wochen her. Das war aber gar nicht so viel. Ne? Oh, ich hab's gelebt. So, was machen wir denn mal für einen Boden hier aus Stein, jetzt der hier weitergeht? Irgendwas Cooles. Und natürlich kriegt ihr auch die Welt, wenn alles wieder fertig ist, wie in den ganzen Esses davor. Nö. Esses davor. Esses? Esses. Esses. Und der Wendt, ich lande gleich in der normalen Höhle, wo wir vorher auch waren. Weil das ist so ungefähr die Richtung. Meinst du? Aber ist ja egal, dann haben wir zumindest einen coolen Weg mal nach unten. So. So. Hier können dann Treppen hin. Oh nein! Hä, wie kann das denn sein? Der war doch komplett eingebaut. Ja, eigentlich schon. Oder ist der Zombie da drin gespawnt? Naja, wäre mega krass, oder? Ja, wäre krasser Zufall, ne? Obwohl, letztes Mal ist er auch genau neben uns gespawnt, ne? Ja. Komisch, krass, ne? Eigentlich. Ich mach dich krass. Wo kommt der Zombie her? Ach so, Leute, 2 Stück hier, Alter. Was ist denn hier los? Oder können die hier auch Blöcke kaputt schlagen, die Zombies? Nee, ne? Nee. Wäre mir neu. Oh, 3 Stück. Das ist gut, ich bin das auf Höhe 12. Und noch einer. Alter. Also ich muss sagen, die Mine da ist schon richtig sexy. Ja? Ist da gut was? Ja, hier ist einiges an Gold, Redstone, Lava, Fackeln. Lava, Fackeln? Eine Spalte, glaube ich. Ah, ne, hier waren wir dran. Okay, ist ungefähr in der Ecke, wo wir auch waren. Okay, ja gut. Aber ist ja egal, ich brauche ja das Gold hier. Erst für mehr Lucky Blocks. Ja, ne, warte, erst mal für was anderes. Und dann für Lucky Block. Ich hab gedacht, ich krieg dich wieder. Jetzt hab ich Gold, nicht mehr ey. Genug. Ach, scheiße. Nur also, 2 Gold. Wollt doch die hier. Ich liebe Gold. Ach, davon hatte ich sogar welche. Gold, Gold, ich riech Gold. So, jetzt hab ich meinen Tisch nicht mehr drunter. Oh. Gibt's davon Curse ein Lied? Gold, Gold, ich riech Gold. Jetzt ruft schon wieder jemand an hier. Jetzt mal leise machen hier. Also so geht's nicht. Was Wichtiges. So, ja, wer weiß. Müsste ich mal gucken. Aber nicht jetzt, später. Ah, der Boden ist aber ganz cool. Das ist auch geschisselter Kobbel. Der ist echt sexy eigentlich, ne? Ja. Jetzt hör auf, in mir rumzulaufen. Ich merke das, weil ich das merke. So, hier ist mal was dran. Warte, dann können wir den Boden aber auch bis zum Rand hier führen. Dann müssen wir nicht hier aufhören. Warte mal. Bam! Oh, warte mal, hier muss noch eine Treppe mehr drauf. Bis zu welchem Rand? Hier so? Ich sehe gerade nichts. Musst du denn? Ja, ich bin oben bei der Schmiede. Können wir auch. Ich bin oben bei der Schmiede. Was wollte ich denn jetzt machen hier? Ich wollte irgendwas wegkloppen, genau. Oh, richtig viele Barren schon raus. So. Aber immer noch nichts Cooles. Ich packe da jetzt auch nichts Neues mehr zu, sonst haben wir wieder irgendeine Scheiße, die da entsteht. Ja, müssen wir mal ablaufen lassen irgendwie, ne? Der läuft ja auch gerade. Die ganze Zeit schon, seit 2 Folgen oder so. Automatisiert? Ja, gerade schon. Da ist ja so eine Clock-Drupp. Nur ich habe halt so viele Sachen reingeschmissen, dass wir jetzt voll den Mischmasch haben. Ja, der ist natürlich ungut. Jetzt hat der Zombie das Feld kaputt gemacht. Jetzt habe ich den gehauen, jetzt hat er noch ein Feld kaputt gemacht. Okay. Das war aber ärgerlich. Wie machen wir denn hier? Überlege ich halt. Eigentlich müsste ich mal die Büsche irgendwo pflanzen. Können wir dafür einen Raum machen in der neuen Hut?
Ja, mit Sicherheit, oder? Mein Platz werden wir ja dann wohl haben. Normal schon. Mein so, Harvester so oder so gibt es ja nicht. Nee, eben, leider nicht. Leider gar nicht. Harvester gibt's nicht. Ja, so ist das aber auch nicht gedacht hier, glaube ich, das Modpack. Ja, man muss schon ein bisschen arbeiten hier. Ist nicht eben so technisch. Sonst könnte man ja auch jedes andere wieder spielen. So. Eben, aber ich finde auch ganz, ganz, eigentlich, das hat sich gelohnt so. Ja. So. Ja, genau, was ist denn los mit dem Skelett? Was macht der denn? Ja, kommt der einfach hier in meine Hut. Ja, wie? Einfach, ohne anzuklopfen? Einfach so in meine Hut rein. Das finde ich aber schon scheiße. So, oh, der hat mir Pfeile gegeben, das ist ja nice. Ja, nett. Ah, nett. Guck mal, der wollte dir noch ein paar Pfeile bringen. Cool, du beschwerst dich auch noch, krass. Gibt es denn nichts, was halt so halbautomatisch machen kann, so? Weiß ich nicht. Warte mal, was haben wir denn noch? Harvester gibt es nicht, ne? Harvester? Ne, Harvester gibt's nicht. Ich mache jetzt erstmal die Wand hier zu, damit hier keiner mehr reinkommt. Gibt einen Roboter. Wir sind die Roboter. Was war das nochmal? Das ist so irgendein Lied, ich weiß auch nicht mehr genau von wem. Irgendwie scheiße, oder? Ganz komisches Lied. Das mag ich ja gar nicht. Das mag ich gar nicht. Dann pack mal die Büsche jetzt einfach hier rein. Also Gold habe ich auf jeden Fall zu wenig. Ich fahre bald nach Holland in Urlaub. Echt? Ja. Was machst du denn da? Ja, natürlich weiter Holländisch lernen, Junge. Und kriegst du endlich dein... Und krieg endlich auf Fresse, wenn ich so mit denen rede. Ja. Und du kriegst deinen Pass, ne? Guten Tag, ich hätte gerne ein Frikandel. Dann hauen die mir direkt eine rein, ey. Zurecht. Wäre aber geil, da komm ich mit. Boah, wir reden mit Holländern pseudo-holländisch. Der Ted redet mit Holländern. Ach ja, ich kann ja nur ich. Bitte kann es nicht. Das wäre super lustig. Schon, ne? Schon. Aber wie sieht's aus? Die Presse. Lucky Block aufmachen? Lucky Block? Lucky Block? Warte, Lucky Block? Hast du noch einen? Guck mal, ich glaube, ich könnte noch einen aus der Zaubertasche ziehen. Ah. Wir haben ja ein bisschen Holz gehabt. Ein bisschen Gold gehabt. Holz gehabt. Wird aber langsam eng, du. Echt? Ja, wir haben ja kaum noch Gold. Ich benutze jetzt auch mal Gold für was anderes. Echt? Warum? Vielleicht kriegen wir Gold aus den Lucky Blocks, Peter. Ah ja, das wäre geil. Dann hat das der Gold. Du verstehst das nicht. Das ist Investment. Genau. Das ist wie Lotto spielen. Man gewinnt auch zweimal im Leben. Ja. Wäre zumindest cool. Wäre schon nicht schlecht, ne? Okay, Lucky Block am Start. Sollen wir das in deiner neu gebauten Treppe hinmachen? Nee, wir können das aber dahinter, hier draußen machen. Wo bist du? Bist du da unten, oder? Nee, warte, ich bin oben an der Schmiede, pack mal meine Barren weg. Ja. Also ich habe so viele Barren jetzt gemacht. Hi. Hier, guck mal, ist das schon ganz gut hier, oder? Guck mal, die ist Erde ohne was drauf. Ja, mach mal. Mach. Diesmal fängst du an. Echt? Ja, ich geh schon mal weg. Warte, okay. Nein! LOL! Bleib weg! Maybe you should throw in a coin. Gibt's einen Coin? Hast du einen? Geh mal näher dran, Ted. Nee, gibt's nicht. Wieso, was ist denn dann? Weiß nicht, guck mal da rein. Ich glaube, in dem Brunnen ist eine Kiste. Nee, ich glaube, da explodiert dann das scheiß Ding, ne? Nein! Ich habe so ein bisschen Angst. LOL, guck mal, ein paar Potatoes! If you like Potatoes! Wie scheiße. Ach, guck mal, hier hinten war aber auch noch was. Krass. Hä? Ja, nice. Guck mal, unten Beacon. Peter. Gleich kommt noch jemand runter. Ich trau dem Ganzen nicht. Nee, ich glaube, jetzt ist vorbei. Schön mit der Lumber-Ex das Holz abbauen, ne? Und mein Hammer ist broken. Nimm schon mal den Beacon da raus. Ach, lol, guck mal. Aber die Sachen kannst du auch mit der Lumber-Ex schnell abbauen. Die Zäune. Lol, da ist sogar Eisen drunter. Das ist ja echt ein Investment. Krass. Ja, lief gut. Kannst du nicht aufheben, oder was? Ja, ich bin voll und mein Hammer ist kaputt. Oh, aber wir hatten schon mal so einen Brunnen, und da sind wir halt ein bisschen gestorben. Du? Ja. Oh, ich habe Erdnüsse. Können wir Erdnusssamen machen. Cool. Geil. So, warte, jetzt kommt deiner. Ja, aber ich muss erstmal den Dirty droppen. Das ist gut. Ma. Oh, Sättel.
Zwei Sättel nochmal. Aber mit Sätteln wirst du aber totgeschmissen hier, ne? Ja, irgendwie schon. Also die Kartoffeln haben sich gelohnt. Das war cool. Ja, war geil. Können wir schon mal ganz viele gebackene Kartoffeln machen. Und essen. Schon mal. Manche waren ja auch gebacken. Echt krass. Krass, krass, krass. Aber gut, ich würde mal sagen, wir verabschieden uns an der Stelle, ne? Schon wieder über 20 Minuten. Krass. Krass. Also, wir machen bis die Tage. Tschüss. Haut rein. Tschüss.